Freisetzende Finanzen. Das in einer Serie, die sich um Gerechtigkeit dreht. Wir wollen uns in dieser Serie Guter Grund Dinge anschauen, die tatsächlich elementar fürs Leben sind, die gut sind, wo man sagt, okay, das ist eine gute Einstellung, die ins Leben hineingehört. Wenn man diesen ganzen Kontext Gerechtigkeit anschaut, wenn man sich überlegt, was ist es gut, wie kann ich meine Gaben einsetzen, meine Zeit einsetzen, meine Einflussmöglichkeiten einsetzen, und da gehört auch logischerweise hinein, wie ist es mit meinem Geld. Und ich hoffe, dass manche froh sind, dass die Kollekte jetzt durchgegangen ist, also schon vorher durchgegangen ist, weil ich glaube, dass es manchmal so ein bisschen so ein komisches Gefühl ist beim Thema Geld oder manche Themen, die von der Bühne kommen, denkt man, ah, passt das so, wenn man so um Sex drehen würde oder um Geld und so, kann man das so einfach machen, weil da schleicht sich so ein komisches Gefühl ein, naja, der will ja eh nur die Kasse füllen. Oder der will dir eine Patenschaft für ein Kind in der Mongolei aufdrängen oder so. Und ich sage, nein, möchte ich nicht. Aber ich habe gemerkt, bei manchen Themen, die von vorne so kommen, egal ob ich das oder jemand anders das mache, da kann so wie so, das kann irgendwie sauer aufstoßen. Das ist wie bei dieser Zitrone, dass plötzlich irgendwas sauer aufstößt. Und das kann dir zeigen und es zeigt dir, was in dir steckt. Was du bei dieser Zitrone so hast, wenn du sie richtig drückst, wenn du sie unter Druck setzt, dann merkst du, was drinnen los ist. Und ich glaube, dass es beim Thema Geld ganz genauso ist. Wenn du in Situationen kommst, wo sich so ein Druck breit macht, dann merkst du plötzlich, wie stehst du eigentlich zu der Sache? Was ist in deinem Herzen dort los? Und da habe ich gemerkt, manchmal, wenn man Rechnungen bezahlt, manchmal, wenn man mit dem Geld umgeht, manchmal, wenn man andere Leute trifft, und es kommt irgendwie auf das Thema, dass es ja wie manchmal so ein bisschen negativ aufstößt, dass es da wie so eine, irgendwas sauer wird oder irgendwas los ist, wo ich denke, was ist denn in mir eigentlich auch drin? Und deshalb fand ich das cool, dass wir uns diesem Thema stellen. Druckmomente. Dachte ich so, für mich ist ein Punkt oft gewesen, oder was ich beobachte, ist, dass wir uns sehr oft vergleichen mit anderen. Und dann kommen plötzlich Dinge irgendwie zutage, wo man denkt, wieso denke ich denn so? Also beim Thema Vergleichen, wenn du so ein Haus siehst, so ein tolles, so eine tolle Villa, und du denkst du, ja, haben sie bestimmt nur geerbt oder ist wahrscheinlich alles irgendwie von Vater geerbt oder keine Ahnung was. Oder wenn du diesen jungen Mann siehst, der mit seinem tollen Auto da steht, wo du denkst, ja, hat bestimmt nur irgendwie hier ausgeliehenes Auto oder ist vielleicht ein oberflächlicher Typ, keine Ahnung so. Das sind, glaube ich, Punkte, wo man merkt, da sind so plötzlich Vorurteile in uns drin, die man gar nicht so unbedingt will, die nicht unbedingt der Wahrheit entsprechen müssen. Wenn du das nächste Bild siehst, merkst du, es kann auch nach unten oder in eine andere Richtung gehen, dass man plötzlich sich vergleicht oder wenn man in der U-Bahn Leute sitzen sieht, die da irgendwie betteln, dass man dann sagt, okay, der soll doch halt mal arbeiten gehen. Also so Gedanken sind ja manchmal nicht fern. In Deutschland muss niemand auf der Straße leben oder was auch immer, was man so denkt. Ja, ich habe selber nicht genug, ja, eigentlich komm mal hoch und so. In so Momenten, da merkt man, was plötzlich noch alles in einem steckt, neben all dem guten Potenzial, dass da plötzlich auch so komische Gedanken wie drin sind, wo man denkt, irgendwie passt mir das eigentlich nicht, dass ich so denke. Ich weiß nicht, wie du denkst, kannst du erstmal so belassen, wie du willst. Aber bei mir stößt manchmal sowas negativ auf. Und ich will noch kurz sagen, falls du in dieser Predigt sitzt und denkst, jetzt Thema Geld, ich will am besten nicht zuhören, weil ich habe Angst, dass der Kollektenbeutel nochmal rumgeht und du dein Herz zumachen willst, dann kannst du gleich gerne aussteigen. Aber hör dir wenigstens noch einen Satz an, weil wenn du den mitnimmst, dann ist es okay. Zu all dem Thema Geld und Finanzen, hör diesen einen Satz: Gott will dir nichts wegnehmen. Das ist das Erste und Wichtigste. Beim Thema Geld, beim Thema Ressourcen, was du hast, Gott will dir nichts wegnehmen. Das ist nicht seine Art, das entspricht nicht seinem Charakter. Weil Gott tatsächlich das Gegenteil ist. Gott ist großzügig, Gott ist einer, der sich verschenkt. Wenn du in die Bibel schaust, wirst du immer wieder merken, dass Gott sich verschenkt, dass er uns Dinge anvertraut, dass er den Menschen Dinge anvertraut und gleichzeitig dafür aber sorgen will, dass die enge Verbindung zu ihm nicht gestört ist, dass die Liebe zu ihm nicht gestört ist oder unterbrochen ist, dass wir nicht abgetrennt sind, dass wir nicht abdriften. Gottes Wesen ist es, sich zu verschenken. Er wird dir nichts wegnehmen. Wir haben für unsere Kirche eine Vision formuliert, ein Satz, den manche von euch sicherlich schon mal gehört haben. Als Kirche ist es unsere Leidenschaft, dass Menschen Jesus Christus ähnlicher werden, dass sie furchtlos leben und ihr Umfeld positiv beeinflussen. Und dieser Satz, Jesus immer ähnlicher zu werden, der ist ganz eng an einen Bibelvers geknüpft aus dem Korintherbrief, dass der Herr uns immer mehr verändert, dass sein Geist uns immer mehr in das Bild von Jesus hinein verwandelt, dass wir immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen.
wo ich merke, dieses Thema, guter Grund und das Leben zu verändern und zu schauen, wie kann ich Gott ähnlicher werden, das betrifft alle Bereiche. Und das betrifft zum Beispiel auch das Thema Finanzen, der Umgang mit Besitz. Das ist eins der Themen, über die Jesus am meisten gesprochen hat, neben dem, wie du in den Himmel kommst, wie das mit Gottes Gerechtigkeit aussieht, ist der Umgang mit zum Thema Besitz total elementar. Und um zu verstehen, das ist so von der Vorrede her alles noch, um zu verstehen, wie es um dieses Thema Finanzen bestellt ist, egal bei jedem Thema eigentlich, stelle ich mir mal zwei Fragen. Wie denkt Gott zu diesem Thema? Also wer ist Gott? Wie spiegelt sich das wider? Wie kann ich entdecken, wie Gott zu einer Sache steht? Diese Frage stelle ich mir, wer ist Gott? Und die gleiche Frage dann im Anschluss, wer bin ich? Wie stehe ich zu dieser Sache? Das kannst du auf jedes Thema beziehen. Und heute geht es ums Thema Finanzen. Die erste Frage, wer ist dieser Jesus, wer ist dieser Gott, kann man relativ einfach beantworten, weil sich das sehr offensichtlich durch die Bibel durchzieht, dass Gott einer ist, der unglaublich reich ist, der unheimlich viele Ressourcen hat. Seine Möglichkeiten sind nie ausgeschöpft. Seine Ressourcen sind nie beendet. Er hat nie zu wenig. Gott hat alles, was man braucht und noch viel mehr. Und gleichzeitig ist er völlig unabhängig davon. Neben all dem Besitz, den Gott hat, ist er total unabhängig davon. Er steht quasi wie freigelöst davon, über seinen Besitz. Also seine Entscheidungen, die er trifft, sind nicht davon abhängig, was er für Möglichkeiten hat. Wenn du Jesus dir anschaust, dann ist, ob er jetzt dies tut oder jenes tut, ist nicht davon beeinflusst, ob er die Ressourcen vorhanden hat oder nicht, sondern er hat das Ziel und die Ressourcen sind die zweite Sache. Das mit dem Materiellen, das kommt manchmal und dann ganz viele Wunder sind da aufgeschrieben, wo wir denken, wir staunen und so weiter. Für Gott ist das nochmal so normal. Für Gott ist das eine Sache, das Ziel, Menschen, Kontakt und Heilung und was auch immer hinzubringen, dass das eine, die Ressourcen sind nachrangig. Also Gottes Charakter ist tatsächlich, sich zu verschenken, großzügig zu sein. Wer bin ich? Gucke ich manchmal auch in die Bibel, manchmal gucke ich mir mein Leben an und stelle fest, dass ich ganz oft von mir rede, von meinem Auto, von meiner Wohnung, von meinen Freunden, von meinem Geld, von meinem mein. Kann man auch beten, ich, mich, meine, mir, Gott segne diese vier. Hast du schon vier Leute gesegnet, ja? Also es geht bei uns ganz oft um meins, das, was ich möchte, meins. Kennst du den Film, meins? Also meins. Lass uns doch einfach Nemo gucken. Ich glaube, Predigt ist jetzt genug. Also Gott ist nicht meins. Gott mag die Mainzer, aber Gott ist nicht so dieses meins, sondern er ist großzügig und sagt, hey, das ist deins. Ich habe gedacht, bei der Schöpfungsgeschichte, wenn du das Paradies dir anschaust, da geht Gott nicht und sagt so, mein Baum, mein Gras, meine Bank, mein was, mein Mann und hin und her, sondern er sagt, hey, das ist für dich, da kannst du sogar Namen verteilen, da kannst du was entdecken und so und das kannst du bewirtschaften, das kannst du gestalten, das ist die Erde, das ist für euch. Gestaltet sie, nehmt sie, bevölkert sie. Das ist die Frau, die ich dir geschenkt habe. Die ist für dich. Gottes Art, siehst du da von Anfang an schon, nee, danke. Gottes Art ist schon verschenken, großzügig sein. Das ist seine Haltung. Das ist mein Geschenk für dich. Und ich glaube manchmal, wenn Gott so uns beobachtet, dass er wie so ein Vater, der seine Kinder beobachtet oder seine Mutter, die schaut, wie das Kind was Neues entdeckt und durch den Garten stiefelt und plötzlich einen tollen Stein oder glitzert so schön und dann kommen die Menschen und sagen sich so, Gott, wir haben Gold gefunden, ja, das glänzt, ne, toll. Wo ich denke, Gott ist schon auch sehr väterlich, sehr mütterlich zu uns und freut sich daran, dass wir Dinge entdecken, die wie Geschenke für uns bereit sind. Auch gerade, wenn wir manchmal so die Menschheit so stark ist und irgendwas Kompliziertes plötzlich versteht, irgendein Naturgesetz herausfindet und denkt, wir haben wieder was entschlüsselt und so weiter, dass Gott dann da sitzt und denkt, ja cool, mal gucken, was du als nächstes findest. Es ist so, wie wenn so ein Zweit-, Dritt-, Viertklässler, keine Ahnung, so die Bruchrechnung verstanden hat und du sagst, ja toll, hast du das gemacht. Und der Nächste denkt sich so, Integralrechnung kennt er noch gar nicht. Ja? Und vielleicht denkt Gott manchmal über uns auch so, hey, es ist total toll, was ihr so entdeckt. Da ist noch ein bisschen mehr. So, zurück zu Gott. Gott teilt alles, was er hat. Und das zeigt sich am krassesten in Jesus, in dieser Entscheidung, die er trifft, das Wertvollste, was er hat, auch zu geben, zu opfern und uns Menschen auszuliefern. Bibeltext überspringen wir. Gott ist großzügig. Also ja, könnt ihr, wenn ihr mitschreiben will, 2. Korinther 9, Vers 15. Ja, Gott gibt auch Jesus. Er hält nicht fest an dem, was er hat, sondern überlegt, wo kann ich großzügig sein? Wo kann ich Dinge rausgeben? Wo kann ich tatsächlich Dinge geben? Das hat was mit Geld zu tun, hat aber viel mehr in sich. Und ich möchte zwei Bibelstellen aus dem Neuen Testament anschauen,
in denen Jesus über Besitz redet, in denen Jesus darüber spricht, wie wir mit Geld umgehen können. Und die erste Situation kennen manche Leute vielleicht aus Matthäus 19, hat man vielleicht schon mal gehört, da geht es um die Geschichte vom reichen Jüngling. Da kam ein junger Mann zu Jesus und sagte, was muss ich tun, um in den Himmel zu kommen, um dieses ewige Leben zu bekommen. Und Jesus sagt, das ewige Leben kannst du nur kriegen, wenn du alle Gebote hältst. Steht doch schon bei Mose. Und sagt er, welche Gebote? Und dann zählt er auf, sollst nicht töten, nicht Ehe brechen, nicht stehlen, sollst keine Falschaussage machen und Vater, Mutter ehren und so weiter und so fort. Und dann sagt der Mann, hey, das habe ich alles gehalten. Das schaffe ich. Und dann sagt er, aber irgendwie fühlt sich das noch nicht als genug an. Also irgendwie merke ich so diese Gewissheit, dass ich ewiges Leben habe, scheint noch nicht da zu sein. Denke ich daraus, weil er sagt, was muss ich noch tun? Jesus sagt dann zu ihm, also wenn du vollkommen sein willst, dann gehe und verkaufe, was du hast, gib das Geld den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und dann komm und folge mir nach. Und als der junge Mann das hört, dreht er sich um und ist traurig, weil er merkt, da geht es ans Eingemachte. Er war sehr reich, so steht es dort drin. Und dann kommt dieser bekannte Satz, den Jesus seinen Jüngern sagt, ich will euch die Wahrheit, noch eine Wahrheit sagen, es ist sehr schwer für einen Reichen ins Himmelreich zu gelangen. Ich sage es noch einmal, eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes kommt. Bei dieser Geschichte dachte ich lange Zeit, dass Jesus gegen Reichtum predigt. Dass er den Reichen und den Mächtigen mal so richtig eine Ansage macht, so, ja, müsst alles verkaufen und so. Und diese Reichen, die Bösen, ja, die unterdrücken alle und so. Ich habe gedacht, eigentlich sagt Jesus das gar nicht. Jesus ist nicht gegen Reichtum und er sagt auch nicht, dass alle Reichen schlimm sind. Und ich habe gedacht, so, zu wem redet Jesus eigentlich? Wen meint er denn? Und wenn ich mich vergleiche, dann stelle ich fest, eigentlich redet er zu mich und zu uns. Dass Jesus zu uns redet. Weil wer gehört denn heute zu den Reichen? Das sind ja wir. Wenn du ein Dach über dem Kopf hast, wenn du morgen noch genug Geld hast, um dir auch noch was zu essen zu kaufen, wenn du eine Schulbildung genießen kannst, wenn du eine Arbeit hast, wo du Geld verdienen kannst, dann gehörst du zu den 5% der reichsten Menschen dieser Welt. Und 5% der Reichsten dieser Welt ist tatsächlich nicht viel, aber da gehören wir dazu. Wir sind so reich, wir können es uns leisten, dass wir Leuten, die in schwierigen Situationen sind, dass wir sie bezahlen, dass wir ihnen eine Wohnung geben, dass wir eine Krankenversicherung bezahlen, dass wir ihnen sogar noch Grundversorgung geben, dass sie halt sich ein bisschen den Lebensunterhalt bestreiten können. Wir haben tatsächlich so viel. Wenn Jesus darüber spricht, dann redet er nicht nur zu einem jungen Mann, ich glaube, dass wir das über uns, auf uns übertragen können, dass er zu uns spricht. Und er verurteilt den Reichtum nicht, aber er sagt, es ist ganz schön schwer manchmal. Es kann dazu führen, dein ganzer Besitz, der kann dazu führen, dass du das Eigentliche verpasst. Es kann dazu führen, dass du diese Vollkommenheit, diesen Anteil an Jesus haben, so stand das irgendwo am Anfang, ne? dass wir das verpassen. Und er sagt zu dem Mann letztlich, dein Besitz kann ein Hindernis sein, Jesus ganz nachzufolgen. Dein Besitz kann ein Hindernis sein, Jesus ganz nachzufolgen. Zu dieser Stelle mit dem Nadelöhr, da kann man verschiedene Sachen deuten. Und ich möchte euch ein paar interessante Sachen mitgeben, die ich cool fand. Und zwar, Jesus könnte, oder man geht davon aus, so gerade die rabbinische Interpretation sagt oft so, mit diesem Nadelöhr ist das Nachttor gemeint. Jesus meint vermutlich das Nachttor in der Stadtmauer. Da gab es ja viele große Tore, die nachts zugemacht wurden, weil die vor Schutz und so weiter, vor Angreifern und sich verstecken mussten oder beschützen mussten. Und dann gab es so kleine Tore, das sogenannte Nachttor, durch das die Händler oder Bauern, die ihre Sachen eingeholt haben, nachts rein konnten, wenn sie halt zu spät waren oder länger gebraucht haben. Allerdings war das so klein, dass sie erstmal ihre Kamele abladen mussten. Dass sie die Sachen, die auf den Kamelen lagen, erstmal abladen mussten, um reinzukommen. Ich glaube, meint Jesus vielleicht, dass wir manchmal so viel Zeug auf den Schultern haben, dass wir manchmal die Taschen so voll haben, dass wir so viel Besitz haben, dass wir so viele gefüllte Taschen haben, dass wir an diesen Ort von Sicherheit in die Stadt hinein gar nicht kommen. Dass wir manchmal nicht am Ziel ankommen, weil wir uns nicht frei machen von diesen Dingen. Eine andere Erklärung ist, dass dieses aramäische Wort für Kamel auch Tau bedeutet oder ein dickes Seil. Also eher geht ein dickes Seil durch ein Nadelöhr. Ja, also kennt ihr vielleicht vom Nähen oder von der Oma. Wenn das Seil zu dick ist, wenn es zu fett ist, dann passt es da nicht durch. Vielleicht sind wir manchmal zu fett, zu dick. Und ich meine es jetzt nicht körperlich. Ich meine das vielleicht tatsächlich an dieser Stelle eher
besitztechnisch, unter diesem Kontext, dass wir manchmal zu fett sind, als dass wir die göttliche Lebensqualität wirklich erleben können. Dass wir manchmal zu viel haben, um das Eigentliche zu erfassen. Ich habe mich gefragt, ob diese ganzen Erweckungsgeschichten, diese geistlichen Highlights, die man so immer wieder hört, wenn man sich in der christlichen Welt ein bisschen umguckt, ob das deshalb vielleicht eher in dieser ganzen ärmeren Welt passiert, weil die Leute das erleben, dass Gott ihr Versorger ist, weil sie geistlich gesehen nicht so, nee, weil sie finanziell gesehen nicht so fett sind und deshalb geistlich gesehen andere Erlebnisse machen, die wir uns hier in Mitteleuropa kaum vorstellen können. Vielleicht liegt es manchmal daran, denke ich. Also könnte für mich eine Erklärung sein. Eine zweite Stelle aus dem Neuen Testament zum Thema Geld, Versorgung, Prioritäten findest du in der Bergpredigt. Kapitel 6 vom Matthäus-Evangelium, da geht sich ganz viel darum. Auch da, manche Sätze kennt man immer wieder mal. Dieses, da wo dein Schatz ist, ist auch soll dein Herz sein. Das, gebt den Bedürftigen, tut Gutes, sammelt nicht Schätze auf der Welt und so weiter. Und da gibt es einen Vers, der da drin steckt, den habe ich immer irgendwie nicht ganz verstanden. Also der passte für mich auch nicht so ganz rein, weil es da nicht für mich um Geld ging oder um Besitz. Und vielleicht überliest man den manchmal und ich lese das jetzt mal bewusst vor, aus Matthäus 6. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Das Auge ist das Licht des Leibes. Wenn dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn du das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? Also ich bin ausgestiegen, beim Vorlesen schon. Also niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen oder den anderen lieben. Oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten, denn ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Also dieser Satz mit dem Auge, da bin ich hängen geblieben. Und dachte, das ist wie die Bruchrechnung und Integralrechnung. Ja? Also theologisch könnte man mal gucken, was da noch alles steckt. Aber ich fand da muss ja irgendwas drin stecken. Und ich fand es cool, dass dieses Wort lauter, ein lauteres Auge, was es bedeutet, da gibt es dieses Wort Ayin Tova. Und das kann man auch übersetzen mit gesund. Klar, in manchen Bibelübersetzungen steht auch ein reines Auge, wer ein reines Auge hat. Aber man kann es auch übersetzen mit großzügig. Wer ein großzügiges Auge hat, dessen Welt wird hell. Also wer ein großzügiges Auge hat, wessen Augen so gucken, wo kann ich großzügig sein, so abzuscannen, wo kann ich noch was Gutes tun. Wer so eine Augen hat, das ist nicht nur gesund, das ist nicht nur klar, sondern das bringt Licht in dein Leben. Ja, dachte ich, okay, das habe ich dann verstanden. Ja, wenn dein Auge großzügig ist, dann wird deine Welt heller und größer. Dieses Wort findest du auch im Alten Testament, Sprüche 22, Vers 9, wer ein gütiges Auge hat, der wird gesegnet. Auch da steht dieses Ayin Tova. In einer anderen Übersetzung heißt es, wer freigebig ist, wer frei ist zu geben, wer gerne gibt, der wird gesegnet sein. Also wer ein großzügiges Auge hat, dessen Welt wird größer und weiter. Wer danach Ausschau hält, Gutes zu tun, wenn du diese Einstellung hast, dann ist es nicht nur gesund, sondern das bringt deine eigene Welt auch zum Leuchten. Ich nehme ein paar Verse weiter. Matthäus 6, Vers 24, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Da macht Jesus eine Sache, die macht er sonst nicht. Da spricht er direkt eine andere Gottheit an, so einen Götzen an und sagt, das funktioniert nicht, dass ihr Gott dient und dem Mammon. Mammon ist so dieser Gott des Geldes, ja, dass das Geld, dieser Materialismus, der dahinter steckt. Und Jesus ist da sehr klar und sagt, hey, du kannst nicht dem Materialismus dienen und hinterherrennen und gleichzeitig Gott dienen und hinterherrennen. Du kannst nicht dein Vertrauen in Jesus setzen, wenn du nur dem Geld hinterherrennst. Also er ist da super klar und deutlich, wo ich denke, na, wie kann ich das jetzt relativieren? Ich muss es gar nicht relativieren, weil ich frage mich manchmal wirklich, ob das so eine Gefahr ist, dass wir Gott nicht mehr vertrauen, wenn wir einzelnen anderen Dingen erlauben, unser Versorgungsding zu sein. Also vielleicht ist in dieser Welt, in der wir heute stecken, auch dieses Geld, dieses ganze Geldthema so wertvoll und wichtig für uns geworden, dass man fast von einer Gottheit sprechen kann. Dass unser Denken, unser Bildungssystem, unsere Arbeitswelt, unser Miteinander so davon geprägt ist, wie es um materielle Dinge steht. Dass wir uns so sehr die Gedanken drehen daher, ja, die Welt wird vom Geld regiert. Geld regiert die Welt, sagt man so, ja, von den Reichen und Mächtigen. Und vielleicht bauen wir manchmal, also ich weiß nicht, ob wir das sind, aber die Gesellschaft sich so ein System aufbaut, wie so ein Anti, oder nicht ein Anti, sondern ein zweites religiöses System um das Geld herum, was unsere Seele sättigt. Dass das Geld, dass der Besitz unsere Seele sättigen soll. Und Jesus sagt, macht es nicht
lass deine Seele nicht von dem Geld sättigen, sondern lass sie von Gott sättigen. Jesus sagt, ihr könnt nicht Gott und den Menschen dienen. Im nächsten Vers heißt es, und deshalb macht euch keine Sorgen. Da ist auch wieder ein bisschen spannend. Also er stellt einen Zusammenhang davon her. Er sagt, es gibt Sorgen. Wenn ihr euch Sorgen macht, dann kann das passieren, also diese Druckmomente, Rechnungen zu bezahlen, was auch immer, dass du merkst, es steckt was in mir drinne, was eigentlich nicht geil ist, was eigentlich nicht meinem eigentlichen Ziel entspricht. Also wenn ich sage, ich kann mich dann fragen, vertraue ich Gott oder vertraue ich dem Mammon? Das ist ein guter Indikator, um zu gucken, wie sieht es denn aus in dir? Dass du merkst, bestimmt mein Kontostand die Lebensqualität? Oder gibt es andere Dinge, die die Lebensqualität bestimmen? Jesus möchte, dass in unseren Herzen, dass in uns drinne eine Wahrheit steckt, nämlich, dass Gott unser Versorger ist. Dass es nicht der Kontostand ist, dass es nicht das Geld ist, der Arbeitgeber ist, der Staat ist, wer auch immer dein Geld dir gibt, nicht deine Eltern. Dass nicht das deine Lebensqualität bestimmt, nicht das deine Versorgung ist, sondern dass dahinter, dass darüber und viel wichtiger und darunter oder im Ganzen, dass Gott dein Versorger ist. Es gibt im Alten Testament mehrere Namen Gottes. Und es gibt einen Namen, der bedeutet, Gott ist dein Versorger. Dieses Yahweh Jireh und auch El Shaddai. Diese Worte, diesen Namen Gottes, der bedeutet, Gott ist dein Versorger. El Shaddai hat mehrere Bedeutungen, kennt man vielleicht auch, aber da steckt im Urtext drinne dieser Ansatz von Mutterbrust. Das fand ich irgendwie, dachte ich, okay, das Erste, was wir erleben, was jeder von uns wahrscheinlich erlebt hat, ist, dass wir nach der Geburt an die Mutterbrust gelegt wurden und erleben, wie es ist, einfach versorgt zu sein, bedingungslos einfach eine Versorgung zu erleben. Dieses Wort steckt in El Shaddai drin. Das ist eine Eigenschaft Gottes, die mir die Augen nochmal neu geöffnet hat für Gottes Großzügigkeit, dass er jemand ist, der sich verschenkt, der Leben spendet, der Versorgung gibt, der einfach gibt, bedingungslos. Ich bin dein El Shaddai. So wie ein Baby das erlebt, so dürfen wir das erleben. Das ist mein Name, das ist meine Haltung, das ist mein Ding, wie ich in diese Welt komme, wie ich dir Dinge geben möchte. Und darum geht es. Und trotzdem möchte ich noch ein paar konkrete Finanzsachen mit reinbringen. Ich habe euch hier ein paar Sachen habe ich schon gesprochen, aber ein paar Möglichkeiten, wie damals in der Bibel die Gemeinde zum Beispiel finanziert wurde. Ich habe biblische Sachen reingenommen, sonst könnte man hier auch noch Aktien oder ETFs oder was auch immer noch anbringen, aber ich habe mich jetzt auf diese Sachen begrenzt. Ich habe auch schon was zur Großzügigkeit gesagt, aber ich möchte die anderen Dinge noch betrachten, weil manches war mir am Anfang gar nicht so klar. Das Thema Zehnte zum Beispiel. Also ich bin nicht in der christlichen Familie aufgewachsen. Bei uns war das nie ein Thema. Bei uns war das einfach, hat das keine Rolle gespielt. Ich wusste davon gar nichts. Manche andere, habe ich schon gehört, die haben das dann von klein auf gelernt. Sobald sie Taschengeld hatten, haben sie irgendwie was gegeben. Und ich konnte damit nichts anfangen. Das Wort war mir irgendwie auch komisch. Der Zehnte und naja. Aber ich habe verstanden oder relativ schnell gehört, Christen geben den Zehnten. Das macht man halt so. Aber mir hat keiner erklärt, warum, wieso, weshalb und überhaupt. Und deshalb dachte ich, vielleicht geht es dem einen oder anderen auch so. Und lass uns das mal angucken. Das Prinzip vom Zehnten. Also diesen zehnten Teil, 10%, das findest du in der Bibel fast überall. Also nicht auf jeder Seite, aber egal, ob du ins Neue Testament schaust, ob du ins Alte Testament schaust, ob du ins Gesetz von Mose guckst oder sogar davor. Das Prinzip vom Zehnten, das ist so alt, dass es eben nicht erst mit Mose kam als eins der Gesetze, sondern das gab es wie eine Selbstverständlichkeit auch davor. Bei Kain und Abel hat man das schon gesehen, aber es gibt auch ein Beispiel von Abraham, der hat 500 Jahre vor Mose gelebt und nach einer Schlacht kommt er zurück und er bringt dem hohen Priester den ersten zehnten Teil seiner Beute. Das wird da gar nicht groß kommentiert, das taucht da gar nicht irgendwie auf, dass es besonders gut oder schlecht oder was auch immer war, sondern das war halt einfach so. Das war wie eine natürliche Logik, ich gebe einfach 10%. Und ein befreundeter Pastor von mir, der hat mal erzählt, oder von einer Situation erzählt, wo er abgeleitet hat, vielleicht ist es wie so ein Naturgesetz. Das ist vielleicht wie eine Naturlogik, die man einfach macht, die einfach da ist. Er hat nämlich erzählt, dass ein Geschäftsmann aus seiner Kirche auf einem Seminar war, Finanzoptimierung und wie kann ich noch mehr Geld kriegen, was auch immer. Ganz normal weltliche finanzielle Geschichte. Und der saß dort in den Reihen und hat erzählt, dass dieser Sprecher vorne auf der Bühne verschiedene Prinzipien vorgestellt hat, wie man sein Geld optimiert, wie man reicher wird, was man tun kann und so weiter. Und neben vielen guten Prinzipien hat dieser Geschäftsmann vorne erzählt, es gibt noch eine Sache, die ich euch sagen muss. Spendet 10%.
Ich kann euch nicht erklären, warum das funktioniert, warum man das macht, aber es funktioniert. Das hat ein Typ, der nichts mit Gott zu tun hat, auf der Bühne gesagt. Das taucht an vielen Stellen auf. Ich habe ein bisschen gegoogelt und gestern irgendwelche Blogs nochmal gelesen über Finanzoptimierung hin und her und so weiter. Und Sachen wirklich, die haben mit Gott nichts zu tun, aber es taucht immer wieder auf. Sei großzügig, spende etwas. Diese Rockefeller-Geschichte, diese 80-10-10% sparen, 10% spenden, 80% verjubeln, auch da steckt es drin. Nicht christlich belegt, also nicht christlich motiviert. Sechs-Konten-Geschichte, haben vielleicht schon mal Leute gehört. Aber es gibt so viele Blogs, wo Geschäftsleute, Businesswelt sagt, wir wissen nicht, warum es funktioniert, dieses Prinzip von 10% weitergeben, aber es funktioniert und es tut gut. Es tut deinem Leben gut, wenn du was weitergibst. Und da hat er rausgezogen, vielleicht ist das wie ein Naturgesetz, das nur ganz wenige kennen. Wisst ihr, manche Prinzipien von gesunder Ernährung ist auch nicht groß belegt, aber irgendwie tut es uns gut und wir beschäftigen uns, das wissen manche. Ja, vielleicht ist es mit diesem Prinzip vom Zehnten ganz genauso. Das findest du in der Bibel an ganz vielen Punkten als Finanzierungsmodell, zum Beispiel beim Tempel damals. Die Leviten, hat Andi neulich erzählt, wo die herkommen und so weiter, die waren die Tempeldiener. Das waren die Leute, die vom Zehnten gelebt haben. Deren Einkommen war das, was die Leute zusammengelegt haben. Das ganze Ausstattungsding und wenn sie noch Opfer bringen mussten oder irgendwie den Tempel verschönert haben, das waren Sachen, das waren Opfer, die darüber hinausgingen. Also es gab nicht nur den Zehnten, sondern es gab auch über den Zehnten hinaus. Und im Neuen Testament findest du zum Beispiel bei der ganzen Apostelgeschichte, bei den ersten Christen, die da gelebt haben, da findest du Opfer, die noch weit über die Welt hinausgehen. Also die haben All-In-Opfer gemacht. Ja, die sind einfach All-In gegangen. Das sind Leute gewesen, die haben alles verkauft, was sie hatten. Die haben diese Sätze von Jesus einfach für bare Münze genommen. Und gesagt, okay, Gott, dann verkaufe ich alles, was ich habe und ich gebe es den Armen und ich setze es ein. Die waren so voller Leidenschaft und begeistert, die haben so viel Wunder erlebt, dass sie das einfach gemacht haben. Ich meine, die hatten auch die Erwartung, dass Jesus bald wiederkommt, dass sie das Haus gar nicht mehr brauchen, dass sie das Grundstück gar nicht mehr brauchen. Aber die haben dieses Prinzip vom Zehnten nicht nur gelebt, sondern haben sogar noch eins draufgesetzt und sind all in gegangen. Und für mich ist dieses Prinzip vom Zehnten inzwischen auch wie so eine Grundlogik, die ich irgendwie lebe, weil ich sage, das ist das eine. Aber ich will dabei auch nicht stehen bleiben. Ich will auch nicht, dass so wie so eine, ich zahle jetzt meine Steuer oder was auch immer und dann ist mir der Rest egal, sondern dieses Prinzip vom offenen Auge, vom großzügigen Auge, das ist mir total wichtig, dass ich nicht sage, na gut, ich habe doch schon gespendet, deshalb ist der Rest mir egal. Einfach ein Prinzip zu leben, großzügig zu sein und ich gehe dabei nicht immer all in, aber ich versuche, über den Zehnten etwas hinaus zu geben und zu ermöglichen. Leute haben mich gefragt, muss der Zehnte immer in die eigene Gemeinde gehen? Oder kann man das aufteilen? Da werde ich dir hier keine direkte Antwort drauf geben, sondern ich kann dir sagen, wie ich das verstehe, können wir gerne alleine nochmal gucken. Aber ich würde dir zuerst sagen, du brauchst eine Kirche, in der du zu Hause bist. Also du brauchst eine Kirche, in der du dich committest, wo du verbindlich dich einbringst mit deiner Zeit, mit deiner Kraft, mit deinem Geld. Das muss nicht hier sein, mir egal. Aber du brauchst so einen Ort, wo du geistlich verwurzelt bist, wo du Impulse bekommst, wo du dich weiterentwickelst. Und du musst dort verbindlich dabei sein. Von daher, gib auch etwas. So viel dazu. Das Zweite, was ich sage, lies die Bibel zu dem Thema. Guck an, was steht da drin. Beschäftige dich mit dem Thema. Guck die Meinung an, die du nicht hast und versuch sie zu verstehen, versuch sie zu hinterfragen. Aber guck auch deine eigene Meinung an, warum glaubst du, was du glaubst und hinterfrage das genauso. Also es geht nicht darum, dass du Dinge tust und irgendwas gibst, weil ich das sage oder weil hier Dinger durchgehen oder weil man das halt so macht, sondern weil du Dinge verstehst. Oder vielleicht, weil du Dinge probieren möchtest. Sagst, okay, ich teste das mal. Thema Finanzen ist übrigens interessant. Das ist eine der Sachen, wo Gott sagt, probiert es doch aus, stellt mich doch mal auf die Probe. Es gibt bei ganz wenigen Dingen, wo man sagt, wie so ein Gott sich so prüfen lässt. An dieser Stelle sagt er, probiert es doch mal aus. Von daher, vielleicht ist das auch eine Motivation zu sagen, okay, ich probiere es mal aus. Aber bei all dem geht es mir ganz wichtig darum, dass es nicht nur darum geht, weil etwas gesagt wird, sondern weil etwas im Herzen passiert. Dass es nicht darum geht, ich muss ein Prinzip verstehen, aber im Herzen passiert nichts, sondern Gott ist dein Versorger. Das ist das Grundding, was immer wieder durchkommen soll. Noch ein paar logische Gründe, warum ich denke, Prinzip vom Zehnten ist eigentlich sehr gesund, weil 10% sind 10%. 10% ist einfach gerecht oder ist zumindest gleichmäßig verteilt. 10% sind immer 10%, egal ob ich 500 Euro im Monat habe oder 5.000.
Der Zehnte ist auch stabil. Das ist für eine Kirche ganz schlau, weil die können ein bisschen planen, können wir jemanden anstellen oder nicht, können wir diese Dinge machen oder nicht. Die Kirche ist aber auch, der Zehnte ist aber auch stabil für dich. Das ist eben nicht ein Punkt, wo du dann sagst, okay, ich entscheide mal nach Bauchgefühl, ob mir diese Entscheidung gefällt, ob mir diese Predigt gefällt, ob mir diese Aktion gefällt oder eben nicht. Und heute gebe ich dann so oder so und drücke meine Meinung Gott gegenüber aus, indem ich viel oder wenig gebe. Sondern das ist auch für dich und deine Planung eine sichere Größe. Du kannst besser planen und Prioritäten setzen. Und, das haben wir auch gehört, bei manchen Vereinen ist auch dieses Prinzip von prozentualen Geben, auch bei Steuern, zieht sich das oft durch. Und es scheint eine ganz schlaue Geschichte zu sein, zu sagen, okay, lass uns prozentual rangehen und nicht über einen bestimmten Betrag. Bei all dem, und das ist mir immer, habe ich gerade schon mal gesagt, ist mir wichtig, dass es um die Beziehung zu Gott geht. Es geht nicht darum, einen Betrag zu geben, sondern dass das Herz mit Gott verbunden ist. Und dass die Dinge, die du tust, dass du sie tust, weil du weißt, warum. Gib nicht aus Angst, weil du denkst, wirst du hier komisch angeguckt. Das wissen ganz wenige, wer wie viel gibt. Du wirst nicht komisch angeguckt. Und hoffentlich, also eigentlich nicht hoffentlich, sondern du wirst auch nicht anders behandelt. Gib aber auch nicht aus Angst, weil du denkst, Gott könnte dich dann irgendwie komisch angucken. Also, dass man denkt, ja, vielleicht werde ich dann nicht, erlebe ich dann Wunder nicht oder so. Nicht aus der Motivation. Gott will dir nichts weggeben. Da bringe ich auch nochmal die Zitrone ins Spiel. Guck dich mal an und überleg mal, wie sieht es eigentlich da aus? Was ist da so los? Das gibt zwei Männer in der Bibel, im Alten Testament, die sind sehr bekannt darüber, wie sie gegeben haben. Das ist Kain und das ist Abel. Zwei Männer, die Gott ihre Opfer bringen. Das eine Opfer gefällt Gott und das andere gefällt ihm nicht. Und ich glaube, das hat viel mit dem Herzen zu tun. Viel damit zu tun, was da innen drin los ist. Und ich möchte kurz vorlesen, wo der Unterschied zwischen diesen beiden Opfern liegt. Das eine, oder 1. Mose 4 steht es, eines Tages nahm Kain etwas von dem Ertrag seines Feldes und brachte es dem Herrn als Opfer dar. Also Kain nahm etwas vom Ertrag. In einer anderen Übersetzung heißt es, nach einiger Zeit brachte er etwas. Und bei Abel heißt es, er schlachtete einige von den ersten Lämmern seiner Herde und opferte die besten Fleischstücke mitsamt dem Fett daran. Also Fett ist damals besonders wertvoll gewesen, nicht für heute wegschmeißen, sondern damals war das das Wertvolle. Also Abel gab den ersten Teil, er gab zuerst das Beste an Gott. Und bei Kain ist es so etwas, ich habe noch etwas übrig. Das kann ich genauso übertragen, habe ich denn hier, auf das, wie ich mit meinem Geld umgehe. Ich kann sagen, okay, ich hab die Miete zu bezahlen, ja? Und Altersvorsorge und Versicherung, das ist wahrscheinlich relativ viel heutzutage. Ich habe noch Lebensmittel, brauche ich noch. Ich habe eine Freundin, die kommt hier hin. Mein Auto will auch noch was. Habe ich schon Lebensmittel? Keine Ahnung. Weggehen will ich noch. Ich will auch für den Urlaub ein bisschen sparen. Und ach, guck mal, jetzt habe ich sogar noch was übrig. Also gebe ich auch noch was. Ja, eigentlich kann ich auch was geben. Gott, hier ist, ich habe noch was übrig, das gebe ich für dich. Du kriegst dein Taschengeld. So, ich glaube, so ein bisschen in der Haltung sind wir manchmal, dass wir überlegen, was haben wir denn noch übrig? Ach, dann kann ich auch noch was Gutes tun. Und dann freuen wir uns, dass wir so toll auch noch was gegeben haben. Gott, hier hast du dein Taschengeld. So gehen wir manchmal damit um, oder? Ich glaube, diese Haltung steckt in uns irgendwie drin. Zumindest in mir steckte die immer wieder mal drin. Es gibt Zeiten, wo die auch so hochkommt. Man kann aber auch anders geben. Ich packe das jetzt nicht alles wieder ran, aber ich könnte auch Gott zuerst seinen Teil geben, weil ich das einfach möchte, weil ich diese Priorität klar halten möchte. Gott, du kommst zuerst, der Rest wird sich dem unterordnen. Wie auch immer das dann passiert, aber es wird passieren. Ich will dich als meinen Versorger erleben und ich möchte euch zeugnishaft das sagen, dass ich in diesem Jahr manche Monate hatte, in denen ich mehr Ausgaben hatte, als Einnahmen hatte. Da gab es irgendwie Sondersachen, dann gab es Connect und dann gab es die Freizeit und also, oder Konferenz und Geburtstage und Hochzeiten und ähnliches. Dann so viel extra Ausgaben, dass ich mich gefragt habe, ist das gut mit dem, kann ich den Zehnten vielleicht reduzieren oder so? Und ich habe gedacht, nee. Und dann kam noch hinzu, dass eine Autoreparatur anstand in einem hohen dreistelligen Betrag. Und ich dachte, gebe ich den Zehnten oder gebe ich ihn nicht? Und ich habe mich entschieden, nee Gott, ich will das an der Stelle einfach, ich will da treu sein. Und für mich war
ein ganz tolles Zeichen, dass der Autoverkäufer oder der Autoreparaturmann da, dass er mir erlaubt hat, dass ich das in Raten zahlen kann. Oder in 2 oder 3 Raten zahlen kann. Und es war okay, weil ich dachte, gut, dann strecke ich das ein bisschen. Jetzt kommt allerdings das, was ich vor 3 Wochen noch nicht so hätte sagen können. In den letzten 3 Wochen habe ich auf verschiedene Weise Geld bekommen. Entweder geschenkt, teilweise gefunden. Und zwar so viel, dass ich bis auf 37 Euro die komplette Autorechnung wieder reinbekommen habe. Und das liegt nicht an mir. Ganz, ganz sicher nicht. Das ist ein Wunder, was ich nicht oft erlebt habe. Ich habe sowas früher auch schon erlebt, nicht in diesen Dimensionen. Aber es beweist mir, dass Gott mein Versorger ist. Das beweist mir, dass er alle Möglichkeiten hat, irgendwie uns auch finanziell zu versorgen. Hat sich das gut angefühlt, das Geld zu geben? Hat sich das gut angefühlt? Nee, ganz bestimmt nicht. Habe ich gewusst, dass ich das Geld wiederbekomme? Nee. Habe ich gehofft? Irgendwie weiß ich auch nicht, was ich gehofft habe. Ich habe gedacht, ich will auf jeden Fall Gott klarhalten, dass er an dieser Stelle vorne ansteht. Hat Gott das genutzt, um mein Vertrauen in ihn zu stärken? Auf jeden Fall. Es geht bei dem Geben nicht um den Betrag. Es geht nicht darum, welches Prinzip du lebst, ob du ein bisschen gibst, ob du einen Zehnten gibst, ob du darüber hinaus irgendwelche Opfer bringst, ob du großzügig bist oder nicht. Das ist all das eine. Das, was wirklich wichtig ist, ist, was ist in deinem Herzen los? Kennst du Gott als den El Shaddai? Kennst du Gott als den, der dich versorgt, der Liebe in dich hineingibt, der dich versorgt mit all dem, was du brauchst? Kennst du diesen Gott? Das ist für mich die wichtigste und die entscheidendste Frage. Und es kann sein, dass du als nächsten Schritt vielleicht auch eins dieser Prinzipien probierst. Weil Gott als Versorger zu erleben, kann ich nur, wenn ich ihm die Chance gebe, sich zu beweisen. Gott als Versorger zu erleben, kann ich nur, wenn ich ihm auch Chancen gebe, das zu beweisen. Wir haben, das ist jetzt nicht die Verkaufsgeschichte für irgendwelche Kinder in Afrika, aber manchmal ist es vielleicht so ein Zettel auszufüllen, zu sagen, okay Gott, ich will es mal probieren. Ich will mal probieren, konsequent 10% zu geben. So einen Zettel auszufüllen, Dauerauftrag zu machen, was auch immer. Und Gott zu sagen, okay, ich will dich davor setzen. Du bist mein Versorger, nicht mein Finanzding, was auch immer, sondern du bist es. Es kann sein, dass dieser Schritt vielleicht für manch einen dran ist, um Gott die Chance zu geben, sich zu beweisen. Vielleicht ist das ein Punkt, den man gehen kann. Die Frage, und damit sollst du rausgehen, kennst du Gott als deinen El Shaddai, als den, der dich versorgt? Und ich werd gleich eine kurze Zeit geben, wo du dich fragen kannst, kennst du ihn? Kennst du ihn auch als deinen Versorger? Und wo du überlegen kannst, was könnte ein Schritt sein, um das zu erleben, wenn es gerade nicht so ist? Was könnte ich tun, um Gott eine Möglichkeit zu geben, sich zu beweisen? Und dann möchte ich gern beten. Und dann bin ich hier auch fertig. Jesus, ich danke dir, dass du all die Gedanken kennst, die uns so umgeben. Und gerade beim Thema Finanzen und Besitz, das ist in manchen Zeiten wirklich doll und viel und irgendwie so allbestimmend. Und ich will dich bitten, dass du die Macht des Geldes an der Stelle auch ja, in meinem Leben brichst. Ich bitte dich, dass wir als Kirche uns nicht davon bestimmen lassen, was wir haben oder was wir nicht haben. Dass unsere Entscheidungen nicht davon beeinflusst sind, sondern ich möchte dich bitten, dass wir dich zuerst sehen, dass wir deine Ziele an vorderste Front stellen. Und gerade beim Thema Versorgung
gerade wenn man Verantwortung trägt für Familie, für Kinder, das ist wirklich ein hartes Thema, Jesus. Und ich danke dir, dass du nicht verurteilend auf mich oder auf uns schaust, sondern dass dein Blick immer liebevoll ist und gewinnend ist. Und ich bitte dich für jeden Einzelnen, der dich neu erleben möchte, der dich als El Shaddai erleben möchte, der dich als Yahweh Jireh, der sich verschenkt, der sich aufopfert, der sich gibt. Ich bitte dich für jeden, der das möchte, dass du ihm zeigst, dass du es wirklich bist. Ich bitte dich, dass du, das Thema wird sicherlich nicht heute abgeschlossen sein, ich bitte dich, dass du in dieser Woche uns nachgehst. Ich bitte dich, dass wir den Mut aufbringen, dich an dieser Stelle auch auf die Probe zu stellen. Und da weiß ich, so ein Schritt ist nicht einfach, aber ich bitte dich, dass wir den Mut aufbringen und auch ermutigt werden, weil wir sehen, wie es funktioniert. Ich danke dir für die Beispiele, die wir vor ein paar Wochen gehört haben, wo Leute geben und plötzlich kommen Menschen auf übernatürliche Weise und verschenken sich irgendwie zurück. Ich finde das faszinierend, wie du arbeitest. Jesus, ich bitte dich, dass wir erleben, wie unsere Welt heller wird, weil du in unsere Welt gekommen bist. Ich bitte dich für unsere Augen, dass sie nicht auf das eigene schauen, nicht auf das eigene Glück und zuerst nur an sich zu denken und so, sondern dass wir Großzügigkeit lernen, dass wir da dir ähnlicher werden, großzügig zu sein, Ressourcen nicht für sich zu behalten, sondern einen Unterschied zu machen in dieser Welt. Ich bitte dich um solche Momente in dieser Woche und auch den Mut, davon zu reden, miteinander und sich gegenseitig zu ermutigen. Ich danke dir, dass du uns mit allem versorgst, was wir brauchen. Das hast du immer wieder bewiesen, auch hier in dieser Kirche. Das können wir noch 1000 Geschichten erzählen. Ich danke dir, dass du das immer wieder machst. Ich danke dir, dass du dich verschenkst. Und ich bitte dich, dass du dich in unsere Herzen neu hineingibst. Ich bitte dich, dass du dich zeigst als Gott, der Versorger ist. Ich bitte dich, dass in dieser Woche Dinge passieren, die uns nochmal mehr beweisen, dass du alle Macht hast, dass du alle Möglichkeiten hast. Amen.